darf Sie ganz herzlich begrüßen in Nürnberg bei der DATEV. Und wir stehen hier vor unserem Druckzentrum. Das ist ein Druckzentrum, wo wir für unsere eigenen Applikationen, für unsere Steuerberater, Mandanten drucken. Was drucken wir da? Lohn- und Gehaltsabrechnungen. 1,1 Milliarden DIN A4 Seiten im Jahr werden hier produziert. 13 Millionen Sendungen verlassen das Haus. Unser neues Drucksystem, ColorStream 8960, wurde Mitte Dezember 2020 bei uns installiert. Der Zeitraum zwischen quasi Kauf und Installation war sehr kurz. Wir hatten nach Beauftragung nach 2 Wochen das Drucksystem bei uns aufgebaut, stehen und produktionsbereit. Die Seitenanzahl seit der Erstinbetriebnahme liegt bei 10 Millionen DIN A4 Seiten, Tendenz steigend. Wir haben bisher folgende Applikationen auf dem Drucksystem gedruckt. Einmal individualisierte Blöcke mit großen Farbanteilen auch und Kontenrahmen. Diese werden jetzt aber steigen, die Applikationen im Laufe des Jahres. Die Bedienerfreundlichkeit der ColorStream 8160 ist besonders hervorzuheben. Das neue Oberflächendesign hat unsere Operator begeistert. Natürlich auch die integrierte Absaugung, das ist eine Besonderheit quasi, um den Druckstaub abzuziehen. Auch die RIP-Zeiten haben sich nochmal deutlich verkürzt im Verhältnis zu den anderen. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden recht gut und da ist es relativ egal, ob der Kunde aus dem Mitgliedergeschäft ist, also ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalt oder aus einer völlig anderen Branche kommt. Wenn sich der Kunde für Printprodukte entscheidet, dann sind ihm folgende Kriterien immer wichtig. Das sind die Themen Individualisierung, Personalisierung, Farbe, Qualität und Flexibilität. Was verstehen wir unter Flexibilität? Der Kunde möchte die Möglichkeit haben, die Daten spätmöglichst bei uns in die Produktion einzulasten oder auch die Chance bekommen, kurzfristige Änderungen umzusetzen. Und da sehen wir die ColorStream 8000 als einen wirklichen Zugewinn bei uns in der Produktion. Wir haben auch derzeit einen Kunden in der Pipeline, den wir genau auf dieser Anlage produzieren möchten, weil dem Kunden die genannten Kriterien wichtig sind und da im Speziellen das Thema Farbe. Er sagt einfach, die Darstellung in meinem Corporate Design mit meinen Farben ist ein Differenzierungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz. Und das ist nur ein Beispiel von verschiedensten Möglichkeiten, die wir sehen. Auch das Thema Beilagenzusteuerung in einem Datenstrom. Das ist ein echter und absoluter Mehrwert für uns in der Produktion, was eine Gesamtverbesserung bedeuten wird. Die Zukunft für uns und für dieses Drucksystem besteht natürlich darin, dass wir quasi die Maschine mit Nachbereitungsgeräten ausstatten. Das läuft jetzt gerade derzeit. Es war ja eine Präpilotphase quasi, die wir jetzt vervollständigen, sodass wir im zweiten Schritt perforieren können, schneiden und stanzen, was für uns im Inline-Geschäft ganz wichtig ist, sodass wir optimale Prozessketten abbilden können. Wir wünschen uns natürlich, dass wir quasi Beilagen mit dem Drucksystem künftig aufgrund der hohen Qualität damit produzieren können.